eine Biografie der anderen Art erhielt ich dieser Tage als Geschenk. Des Lebens fünfter Akt, erschienen im Oktober 2018 bei Random House. Volker Hage, 1949 in Hamburg geboren, der zu den renommiertesten deutschen Literaturkritikern zählt, widmet sich den letzten Lebensjahren des Schriftstellers Arthur Schnitzler. Der Österreicher war zunächst wie sein Vater Arzt. 1862 geboren, ging er ab Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Weg als Erzähler und Dramatiker. Im Sommer des Jahres 1928 hat der 66-Jährige alles erreicht. Von einem Tag auf den anderen beginnt des Lebens fünfter Akt. Seine erst 18 Jahre alte Tochter Lilly begeht in Venedig Selbstmord. Und mit ihr verliert Schnitzler jenen Menschen, der ihm auf eigentümliche Weise am nächsten stand. Sein Sohn verbrachte viel Zeit damit, die Bibliothek zu ordnen, sich in Manuskripte und Mappen zu vertiefen. Sie führten Gespräche über Nachlassfragen. Am 9. August feierte Heinrich seinen 26. Geburtstag. Das heißt, zu feiern gab es wenig. Es war ein getrübter Festtag, wie der Vater sich notierte. Heinrichs Haltung, sein Verstehen, seine Klugheit empfand er als großes Geschenk in diesem Unglück. Auch die Gegenwart seines Bruders Julius, der am Geburtstagabend vorbeischaute, war ihm Freude und Erleichterung. Julius, wie ihn die Mutter nach ihrem toten Bruder genannt hatte, war dem Beruf des Arztes treu geblieben und setzte das Erbe des Vaters fort. Der brüderlichste aller Brüder, wie er ebenfalls im Tagebuch festhielt. Zusammen saßen sie, Heinrich, Julius, Olga, Arnoldo und er, noch spät abends auf der Terrasse. Um Mitternacht konnten sie auf Arnoldo anstoßen, der einen Tag nach Heinrich Geburtstag hatte und 39 wurde. Es war eine warme, wärmende Sommernacht, doch die Gespräche kreisten, da gab es keinen drinnen um die Tote. Auch als er sich mit seinem Sohn an den Flügel setzte und sie vierhändig Passagen aus Mahlers 6. Symphonie spielten, während Arnoldo ihnen zuhörte, war Lilly die Tochter, die Schwester, die Ehefrau, im Geiste immer mit dabei. Er hatte mit ihr die 6. erst vor anderthalb Jahren in einem Konzert gehört und mehr als 20 Jahre war es her, als er sich vor der Uraufführung den Klavierauszug besorgt hatte, um das Werk mit seiner Mutter vierhändig zu spielen. Allerdings war er mit der Symphonie damals nicht recht warm geworden. Er hatte sie als zu ruppig empfunden. Ganz anders jetzt. Wie eine Art Neuentdeckung war das Spiel für beide, Vater und Sohn. Und dann der Inbegriff von Trauer und Melancholie. Bruckners 8. Sie spielten das Adagio in Des-Dur und mit dem sich leise erhebenden Klagemotiv gleich zu Beginn. Jenen dritten Satz, den der Komponist mit feierlich langsam, doch nicht zu schleppend überschrieben hatte. Ein einziger Zauber. Ausgerechnet von Gustav Mahler stammte die spöttische Bemerkung, Bruckner sei halb ein Genie, halb ein Trottel. Das war ihm, dem Bewunderer beider Musiker, böse und ungerecht vorgekommen und auch wenn er ahnte, was damit gemeint war. Er musste beim Spiel daran denken, wie er einmal dann den bescheidenen, stets ein wenig unbeholfenen Bruckner während des Studiums besucht hatte. Vor einem Neffen des Komponisten, einem Kommilitonen, war er in dessen Wohnung mitgenommen worden. Der Autor Volker Hage führt den Leser in die Welt von Arthur Schnitzler ein, lässt teilhaben aus seinen nochmal. Der Autor Volker Hage führt den Leser in die Welt von Arthur Schnitzler ein, lässt teilhaben an seinen Gedanken. Ein erfolgreicher Autor, der mit den Künstlern wie Hugo von Hoffmannsthal, Thomas Mann, Gerd Hauptmann oder Stefan Zweig verkehrt. Aber nach dem Tod seiner Tochter ist Schnitzler auf der Schattenseite des Lebens. Für sein sehr persönliches Porträt konnte Volker Hage die Arthur Schnitzler Tagebücher, die der S. Fischer Verlag erstmals 1981 herausgab, nutzen. Von seinem 17. Lebensjahr bis 2 Tage vor seinem Tod führte Arthur Schnitzler fast täglich Tagebuch. So ist der Roman von Volker Hage ein kritischer Spiegel der Zeit und bettet das Geschehen in den Alltag des Schriftstellers gut ein. Andererseits skizziert er das kurze Leben der Tochter Lilly, das der Vater immer wieder Revue passieren lässt. Nach dem Tod von Arthur Schnitzler 1931 gerät er schnell in Vergessenheit. Ab 1933 steht er auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten. Erst zu Beginn der 1960er Jahre erfolgte eine Schnitzler-Renaissance. Heute gilt der Schriftsteller Arthur Schnitzler als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne.